auch wenn Sie noch so oft eintrainierte Sätze reproduzieren, können Sie die Leistungen der Österreicherinnen und Österreicher der vergangenen 65 Jahre nicht schlecht reden. Das wird Ihnen nicht gelingen, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Österreich hat eine Erfolgsgeschichte hinter sich und ich fürchte, dass das mit diesem Budget sich ändern wird. Und ich werde Ihnen gleich sagen, warum. Familienpolitik. Ich eröffne, wie mein Kollege Sieber, auch den Reigen, den Themenreigen Familie. Und ich kann Ihnen sagen, noch nie ist mir untergekommen, dass manche Familien viel mehr wert sind als andere. Um 5/6 mehr. Und das hat heute schon nicht nur ein Redner, sondern mehrere Rednerinnen und Redner gesagt. 1.500 Euro für die einen pro Kind, 250 Euro für die anderen. Das sind fast 200.000 Kinder, die ganz wenig oder gar nichts davon haben. Und gestern wurde Ihnen auch ein Rechenbeispiel vorgelegt, wie man für alle Kinder 1.200 Euro lukrieren könnte. Ein Hunderter mehr zur Familienbeihilfe und alle Kinder hätten etwas davon, wenn wir schon von Geldleistungen sprechen. Aber auf der anderen Seite könnte man genauso die Kinderbetreuungseinrichtungen ausbauen. Auf der anderen Seite könnte man genauso mit Sachleistungen dafür sorgen, dass Sie, wenn Sie sehr inszeniert die Medien mitschleppend in Volksschulen gehen, dort schöne Bilder machen, wahrscheinlich keine Ahnung haben, dass es dort auch Kinder geben kann, die kein Jausenbrot mithaben, dass es dort auch Kinder geben kann, die kein neuestes Gewand anhaben, die vielleicht zu kleine Schuhe anhaben, weil sie sich nicht leisten. Aber ich glaube, Sie gehen in solche Schulen ja gar nicht, könnte ich mir vorstellen. Sie gehen eher in andere Schulen. Gut. Noch nie ist es passiert, sehr geehrter Herr Kollege Rosenkranz, Sie werden für den Bildungsabbau auch noch verantwortlich gemacht werden in diesem Land und Sie werden wirklich sich hier auch noch verantworten müssen dafür, dass Sie Kinder in zwei Klassen einteilen, nämlich in die, die mehr haben und in die, die weniger haben. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, das hört eh niemand, wenn Sie dazwischen schreien, das hört niemand. Achtung! Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, dass Sie auch ein Retro-Frauenbild mitbringen, das weiß ich, das wissen wir. Aber ich sage Ihnen eines, dass Sie sogar die 500.000 Euro, die draufgegeben wurden dem Frauenbudget, beim letzten Mal jetzt wieder gestrichen haben und das Spielgeld des Herrn Strache und anderer 15 Millionen ausmachen und die 10 Millionen Frauenbudget, wo über 4.000 engagierte Frauen in ganz Österreich in Frauenberatungsstellen, Fraueneinrichtungen arbeiten, hier sich auch etwas denken werden dabei. Auf der einen Seite spüren wir herum mit 15 Millionen, auf der anderen sind wir nicht einmal in der Lage, die 500.000 vom letzten Mal wieder fortzuschreiben in diesem Budget. Das ist wirklich noch nie da gewesen, dass Sie über 4 Millionen Frauen in diesem Land so schäbig behandeln.